Ja, ja, das Glück ist am Jahr, genau doch. Ich weiß auch gar nicht, was einem das bringt, wenn man den Stern catcht in dem Spiel. Ich hab's auch schon bei Varo mehrmals gemacht, aber ich habe da keinen Effekt von bemerkt. Ich habe echt keinen Plan, was es bringt, was es soll. Ey, du! Oder ihr beiden, besser gesagt. Sterbeat! 777. Gamble ich? Nein, ich hab Dunkelheit drin, ich mach das jetzt so. Kein guter Schaden. Gar kein guter Schaden. Ja, ich hab 1, 2, 3, verdammt, nein. Egal. Naja, eine Kescher Schiffstyp. Hör mal zu, Koma. Oh, was hier passiert? Ich hab ein Aal. Der Klugscheißer kann keiner leiden, wollte ich sagen. Aber ich mag dich trotzdem. Ja, ja. Viel Spaß im Lurk, Samira. Hoffentlich läuft das Rennen dann, oder was immer du jetzt vorhast zu tun. Bonus Büro. Warum lebst du noch? Hör auf mit Leben endlich. Bam. Lakshu Dakshu. Wieso kein Mars? Das ist scheiße schlecht und uralt. Brauche ich nicht. Tot? Ich hab's überlebt. Gerade so würde ich sagen. Der ist tot. Mit einer Halswunde. Weichei. Stichwunde im Bauch. Aufhört zu atmen. Ich glaube, er ist auch tot, heißt das. Schwere. Sterbt ihr Menschen, wenn ihr aufhört zu atmen? Ich weiß es immer nicht genau, weil ich selbst muss nicht atmen. Deswegen frage ich mich immer. Aber auch der scheint dann tot zu sein, nehme ich an. Ja. Ich mag den Scheiß, dass ich mag. Ja, nicht generell, Koma. Ich mache eine Ausnahme bei einer Reihe von ausgewählten Klugscheißern und du bist einer von denen. Fühl dich also geehrt, im Kreis der engeren Klugscheißer zu sein. Ja, das ist völlig ehrenvoll. Ja. Und dann, ich bin überhaupt keiner. Hör auf damit. Hört beide auf damit. Fies sowas. Verleumdung und Rufmord ist das. Absoluter Rufmord. Ich hatte zu viel Angst, um zu kämpfen, also ließ ich stattdessen meine Kameraden sterben. Oh, ich bin so ein Feigling. Stimmt. Soll ich jetzt aufmuttern oder was? Nee, ist nicht. Blöd, Mann. Du da. Ich bin so dumm. Was habe ich mir nur dabei gedacht, meine eigene Gondel zu verkaufen? Jetzt habe ich zwar Geld, aber was nützt mir das, wenn ich nicht lange genug lebe, um es ausgeben zu können? Ja, das ist schon doof. Idiot. Geld ist halt doch nicht alles, nicht? Ey, du da. Lass das Vieh in Ruhe. Ich meine, das Ding in der Ecke. Einer bloß? Schwache Sache. Aber auch das war jetzt nicht gerade ein Highlight an Kartenauswahl. Muss ich ehrlich zugeben. 4, 4, 3, 3, 4. Verreck, hat er gesagt zum Schluss. Hat er auch gemacht. Hat er auch Gurken. Gurken sind cool. Die werden zu sauren Gurken. Irgendwann habe ich lange nicht bekommen. Nehmen wir. Vielen Dank auch. Ja, Belohnungen. Ich bin okay, hilf mir alle. Ich will eine Belohnung. Bringt mir nichts, die zu retten. Außer ein paar Karma-Punkte, die im Spiel aber wahrscheinlich gar nicht gewertet werden. Ich spiele kein Metro hier. Oh, ich habe hier mal Bock, Metro zu zocken. Aber habe ich schon Let's Played, alle drei Teile. Ich mach's nicht nochmal, glaube ich. Gut, hier war ich noch nie gewesen. Jetzt ist hier aber auch nichts Tolles. Panaway. Das darf nicht sein. Auserwählt durch den Imperator. Ein Sohn des Imperiums. Und jetzt soll ich sterben. Bist du etwa das Elite-Kind? Damals hieß es bloß Elite-Kind, aber es heißt vielleicht Panaway. Metro. Nein, Metro. Kuchen alle. Nachher noch Hackbraten. Alter, Fake Arnold. Hör auf mal so viel zu fressen, Mensch. Ich hab grad selbst Hunger. Und ich kann gerade nicht, weil ich im Stream bin. Und ich habe auch sowas gerade nicht hier. Also, selbst wenn ich nicht im Stream wäre, ich könnte es nicht essen. Das ist gemein. Das war das letzte LP, das ich bei dir gesehen habe. Metro, Last Light. Echt? Das ist auch schon ewig her, Fake Arnoldo. Aber Metro, wie hieß denn das? Wie hieß dein letzte Metro-Teil, Teil 3? Kam ja lange danach raus. Ja, hast du nicht geguckt? Schande over you. Schande over you. Panaways Mutter. Wir trinken was. Ja, lange her. Ich merke schon, Fake Arnoldo. Also du bist ja offenbar auch viel mehr auf Twitch unterwegs, so wie ich ja jetzt irgendwie auch, ne? Auf euch. War heute im Gym, da hat man eben Hunger.
Weiß nicht. Ich habe nach Gymtagen nicht mehr oder weniger Hunger als sonst, tatsächlich. Aber ich gehe ja früh morgens und danach esse ich erst Frühstück. Vielleicht liegt es daran. Es ist schon gut. Wenn wir uns nur im Haus verstecken, sollte uns nichts geschehen. Die Soldaten werden sich um alles kümmern. Ja. Die Soldaten, die sich gegenseitig da Totlauhaufen hauen lassen und alles, ist total guter, ne? Was ist passiert? Was geschieht mit dem Imperium? Und wieso? Weshalb müssen wir edle Bürger des Imperiums solche Schrecken erleiden? Weil ihr Idioten seid, würde ich sagen. Früh einmal Semi-Pro, aber heute nur so zum Spaß. Man kann ja auch nicht mehr jeden Tag. Da ist wohl was dran, ja. Da ist was dran. Ich will nicht kämpfen, wenn ich nicht muss gerade. Ich habe genug gegrindet. Ich brauche das nicht mehr. Ich bin so schon zu krass drauf. Die belgischen Trüffel kannst du behalten, Kurin. Außer natürlich, Fake Arnold nimmt sie. Mein Fehler. Also Fake Arnold nimmt alles, ne, ist klar. Kierschlund. So, ja, jetzt komme ich tatsächlich zum richtigen Imperium. Hier war ich noch nie, in der Festung des Imperiums. Klingt sehr feste. Ob da Feste gefeiert werden? Mal schauen. Ich finde Mitsuti mal so geil, wie er einfach in der Luft geht. Hat er gerade Nukachi gesagt? Der hat gerade Nukachi gesagt. Ja, klingt super imperial. Schwer, Anta Nukachi. Nukachi! Elite-Kind. Er ist ja auch Imperium hier, ne? Klar, da muss er Nukachi erwähnen. Vorhin? Vorhin ist ein völlig falscher Ausdruck, aber ich war mal da, ja. Ist mir egal? Da war er dabei. So ein Zufall, dich hier jetzt ausgerechnet in diesem Moment zu treffen. Aber hey. Anna Nukachi. Ja. Ich meine, die Leute kommen spät, aber vielleicht besser als gar nicht, oder? Ja. Weil wir gesehen haben, dass Soldaten hier sehr erfolgreich dabei sind, die Bevölkerung zu beschützen. Es ist easy. Anata mo gunjin datta no desho? Wakatta. Soda da. Ich meine, wir haben streng genommen zwei Leute in der Heldenparty, die einen höheren Rang im Imperium begleiten oder begleitet haben als ihr Soldat. Also, hör gefälligst auf Lüd. Mirodie tachi wa yōsai no naka nano ne? Tja. Soda. Es wimmelt immer und überall vor Monstern, das ist kein Problem. Ja. Ich bin doch ein Anfänger mehr. Hau rein. Und ich hole mir die beiden Boxen da hinten. Und ich schätze mal, ich muss diesen Raupenpanzer besiegen vorher. Wisst ihr noch, früher war das hier ein Bossgegner. Inzwischen ist er nicht mehr stark genug dafür. Das ist dann Durchschnittsgegner. Faszinierend. 7, 7, 7, 3. Dreck 3. Nein, nicht die 1. Nein! Naja, egal. Da habe ich die richtigen Elemente genommen. Wahrscheinlich trotzdem mehr Schaden geworden dadurch. 2, 3, 4, 5, 6. Geilo. Ach, da ist er tot. Jetzt müsste man auch wissen, wie viel Leben damals der Boss gehabt hat. Junge Wasabi-Wurzel. Um vergleichen zu können, ob das tatsächlich jetzt quasi der Boss war, nur als reused Gegner. Wird aber schätze, es ist doch wahrscheinlich ein anderer von den Statuswerten her und so. Aber ich kann es ja nicht wissen. Ja, damit. Lichtfackel, Level 4. Soll ich eigentlich jetzt durch die Vordertür rein? Oder wie machen wir das am besten, Leute? Nee.
Dann muss ich hier weiterlaufen, wo ich gerade lang laufe, weil der Bildschirm ein bisschen nach rechts. Nee. Ich glaube, da kommt nichts mehr weiter. Tipp-tap. Ja, ich muss wohl geradeaus. Lass mich rein. It's the trap! It's the Imperium. It's das Imperium und so. Es muss ein Trap sein. Imperium. Mirodia war in dieser Nähe. Zettaini, Karas zu helfen. Ja, ja. Aber der fällt mir gerade auf. Warte kurz. Frage. Beim Stream steht schon Button Kaitos gerade, oder? Weil ich sehe gerade, dass bei mir links in OBS Kategorie Diablo 4 steht. Obwohl ich es vorhin ja entsprechend angepasst habe. Also, kann das leider einfach kurz checken und in Chat rückmelden, bitte? Das ist schon wieder so eine komische Sache hier. Stimmt so. Okay, danke, Leute. Hä? Naja, egal. Ein zeremonielles Banner. Die detaillierten Stickereien lassen auf eine Handwerkskunst schließen. Auf eine sehr hohe übrigens. Ja, ja. Ist wichtig zu erwähnen, denn im Imperium gibt es nur Elite-Kunst. Na ja, Happelmänner. Hier war ich doch schon mal. Gefangen. Jetzt muss ich noch die ganzen Ebenen erklimmen, die da oben sind. Na toll. Wer 6? 6. Nochmal eine 6. Hilft ja nichts. Kein Angriff, aber hey. Aber ganz cool eigentlich, ne? Plus, plus, plus. Wäre Voice selbst auch nochmal jetzt natürlich ein Schadensding gewesen, wäre mehr, aber naja, ist okay. Nehmen wir, passt schon. 3, 4, 5, 6. Nein, nein, nein! Ich heile ihn, Mist. Scheiße. Abgerutscht oder zu früh reagiert. Nano. Nein, ist es nicht, Chroma. Sieht zwar verblüffend ähnlich aus, aber es ist nicht der Standalone von Diablo. Nein. Muss diesen Film mal loswerden, der nervt mich ganz schön irgendwie. Der ist so. Oh. Und eingeschlafen. Man kann sich schlimmere Zeitpunkte aussuchen, schätze ich. Ja, Psycho. Concerto. eins. Na, ich hab doch. Die kriegt doch noch zu schnell an. Ich mag ja Sabina total als Charakter und so, aber die greift aber zu schnell an. Ich komm da nicht hinterher. Nun ja. Stirb halt. Soul Flare. Oder so. 4000 XP, es wird immer besser hier, für immer, für immer schwächere Gegner. Wahnsinn. So, soll ich wieder weiter tauschen? Zieh dich. Leichte Lichtkarte, komm rein. Hohe Lichtkarte, ahahaha. Und ich sehe gerade, ich bin mal jetzt auf Ebene 1, beim letzten Mal war ich auf Ebene 4. Ich könnte, aber bringt nichts, ne? Wo ist also wohl noch weit nach unten? Genau. Sag ich jedes Mal. Auf mich hört er halt nie. ID 75457 müsste auch einen Bonus geben, ne? Ist so eine schöne Zahlenreihe, finde ich. Aber nein. Apropos, da fehlt ein S. Habe meine PS2 reaktiviert. Sie läuft immer noch tapfer. Also kann ich in Ruhe Diablo 1 zocken. Und FF9. Kann ich auch beides, aber auf dem PC. Immer schon. Wobei die Diablo 1 Version von der Konsolenfassung wohl richtig scheiße sein soll, wenn ich mich richtig erinnere. Also viel Spaß damit. Und auch die original FF9 Version würde ich mir heute nicht mehr geben können. Die ist einfach zu langsam. Verstehe mich nicht falsch. FF9, mega geiles Spiel. Ich habe es auch Let's Played. Und damals... Nein, tue ich nicht. Guck mal, tue ich nicht. Und damals habe ich auch tatsächlich FF9 zum ersten und einzigen Mal auf einem PlayStation Emulator gezockt. Weil keine PlayStation und so weiter. Hab's dann aber auf Steam als Let's Play gemacht irgendwann. Und ich musste definitiv mit erhöhter Geschwindigkeit durch die Steam-Auflage spielen, weil sonst waren die Kämpfer so super langsam. Vor allem die ganzen Ladezeiten und alles. Boah, richtig fies. Ich glaube, ich habe sogar Mods dafür benutzt, damit es besser geht. Naja.
Ich habe die PS2 noch in den Rechner mit Capture-Karte. Oh, das ist natürlich ganz geil. Was hast du für eine Capture-Karte, wenn man so fragen darf? Mann! Ach. Au. Au. Acht. Drei. Drei. Ich habe Schmerzen. Sogar sehr viele Schmerzen. Ich muss Scheller heilen. Sonst ist bald vorbei mit der Übeltäterei. Das will man nicht. Noch nicht. Eins, eins, zwei, zwei. Nein, ich hab, doch, ja, es ist zwei geworden. Geil. Ich bin eigentlich gerade versehentlich auf sieben geklickt, aber es ist zwei geworden. Manchmal geht es auch offenbar in my favor. Das ist in Ordnung. Bam, 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 bam. Ich glaube, Ustra. Nee, Ustra spielt momentan ja PlayStation 1 Spiele, ne? Fällt mir gerade so ein, wo PlayStation 2 Sachsen so mit Capture Card. Keine Card, aber Device. Ach so. So ein Billigkästchen mit HDMI zu USB, dann Rechner. Okay, sowas gibt's? Wusste ich gar nicht. So war wahrscheinlich dann früher. Nein. Mist. War wahrscheinlich früher dann Capture Sachen gemacht, als es noch keine Capture Cards gab, war. Weiß ich gar nicht. Ja, du kennst Diablo 1 sogar, Kurin? Keine Ahnung. Das Ding, dass du es gespielt hast. Von der 60 zu 7. Na egal. Auf die Fresse, auf die Fresse. Er sieht überhaupt nicht aus wie ein Nahkämpfer mit seinem Zeug. Und dann haut er mit seiner kompletten Waffe einfach drauf. 6000 XP? Ich fall vom Glauben ab, den ich vorher sowieso nicht hatte. Meine Fresse. Krass. Warum habe ich denn vorher gegrindet, wenn ich hier viel besser hätte grinden können? Welch verschwendete Zeit. Feuerausbruch. Kurin. Woman of Mystery. Dicke Tür ist mit dem Kartenlesegerät versehen, das den Diebstahl von Lebensmitteln verhindern soll. Verdammt. Komme ich wohl nicht rein vorerst. So schön hier Scheller. Oh mein, das Ding ist dreimal so stark. Es wird absolut Zeit, dass ich hier Scheller ein bisschen auflevele mit dem Schaden. Ich habe es hier wahrscheinlich noch ein Weilchen. Aber ich sehe gerade erstaunlicherweise, dass die mit auch physischen Schaden nehmen. Ich habe plus 20 und 70 anteilig Feuerschaden. Der Rest ist physisch. Habe ich bisher nie drauf geachtet. Ich denke davon aus, dass bei ihr alles magisch ist, aber ist gar nicht der Fall. Mann, Mann, Mann. Man nährt nie aus. Naja, ist halt ein lustiger Aufbau von Audio, Video zu Anime und okay. Warte, ich mach gleich weiter. Und so. Kronos Büro. USB im Ball, dann OBS in USB Video. Okay. Naja, wenn es funktioniert, warum nicht? Die Frage ist, wie ist denn auch mit moderneren Kronos Büro, ja, ganz genau. Mit moderneren Konsolen, oder ist es dafür dann zu langsam von der Übertragung her? Weil du brauchst ja schon eine gewisse Qualität an Karten. Ich meine Capture-Karte wird auch nicht reichen, um jetzt 2K oder 4K von PS5 oder Xbox zu übertragen. Das reicht für die Switch völlig aus, aber alles andere wäre einfach too much für das Ding. Damals. Nee, das. Doch. Oh. Hängt er den. Lässt er den Helm hängen, der Arme. War fast ein bisschen leid. Husch, husch. Gute Frage. Kann ich nicht beantworten. Hab nur PS2, N64 für die PSP. Was? Du hast keine aktuelle Switch? Och, Koma. Das geht so nicht. Muss mal dringend auf den Spieleabend bei mir kommen. Damit du ein bisschen Switch zocken kannst.